Guten Morgen, liebe Deutschlernende. Heute machen wir weiter mit den Perfektverben. Und zwar bearbeiten wir die trennbaren Verben Teil 3. Mitgehen. Ich gehe mit. Du gehst mit. Er, sie, es geht mit. Wir gehen mit. Ihr geht mit. Sie gehen mit. Sie gehen mit. Beispiel. In Präsenz heißt es, ihre Freunde gehen in den Park. Ich gehe mit. Im Perfekt lauten die Sätze, ihre Freunde sind in den Park gegangen. Ich bin mitgegangen. Mitfahren. Ich fahre mit. Du fährst mit. Er, sie, es fährt mit. Wir fahren mit. Ihr fahrt mit. Sie fahren mit. Sie fahren mit. Beispiel: Sie machen einen Ausflug. Er fährt nicht mit. Imperfekt: Sie haben einen Ausflug gemacht. Er ist nicht mitgefahren. Zumachen. Ich mache zu. Du machst zu. Er, sie, es macht zu. Wir machen zu. Ihr macht zu. Sie machen zu. Sie machen zu. Beispiele. Ich mache das Fenster zu. Ich habe das Fenster zugemacht. Aufmachen. Ich mache auf. Du machst auf. Er, sie, es macht auf. Wir machen auf. Ihr macht auf. Sie machen auf. Sie machen auf. Beispiele. Macht ihr bitte die Tür zu? Habt ihr die Tür zugemacht? Abholen. Ich hole ab. Du holst ab. Er, sie, es holt ab. Wir holen ab. Ihr holt ab. Sie holen ab. Sie holen ab. Beispiele. Meine Kinder sind in der Schule. Ich hole sie um 14 Uhr ab. Imperfekt. Meine Kinder sind in der Schule gewesen. Ich habe sie um 14 Uhr abgeholt. Nun kommen wir zu einer tollen Übung. Der Text steht in Präsens. Wie lautet diese Geschichte im Perfekt? Am Wochenende. Endlich Samstag. Heute haben wir bis 10 Uhr geschlafen. Dann haben wir zusammen gefrühstückt. Um 11 Uhr sind wir in die Stadt gefahren.
Die Kinder sind natürlich mitgekommen. Sie haben viele Sachen gebraucht. So haben sie Schokolade, Spielzeuge und Kaugummis genommen. Ich habe immer den Orangensaft genommen. Mein Mann hat schon immer gern Obst und Gemüse gekauft. Nach 3 Stunden sind wir schon müde gewesen. Am Nachmittag haben wir zusammen gekocht und am Abend gespielt. So, liebe Deutschlernende, ich wünsche euch viel Erfolg beim Deutschlernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!